Dieser Zug im Landkreis Mansfeld-Südharz fährt seine Passagiere nach Häme oder nach Häme? Die neue Werbeaktion Jetzt geht's Häme sorgt vielerorts für Häme, vor allem aber für jede Menge Aufmerksamkeit. Häme heißt im Mansfelder Dialekt eindeutig nach Hause. Doch nicht ganz so eindeutig ist die Schreibweise, denn die einen sagen so und die anderen so. Es gibt eine neue Werbekampagne, um Menschen in den Landkreis Mansfeld-Südharz zu locken. Der heißt ja Jetzt geht's Häme. Wie wird's richtig geschrieben und ausgesprochen? So wird's, so ist wie früher Häme. Häme ist zu Hause, nach Hause oder zu Hause. Und Häme, das ist ein schlechtes Wort. Würde ich auch sagen. Mit Doppel-E? Häme. Nee, da würde ich unten sagen. Würden Sie mit E? Ja, ja. So zugeschrieben. Häme. Mit E? E. Na? Wie wird's richtig geschrieben? Mit Ä oder mit Doppel-E? Mit Ä. Häme. Häme. Mit Ä. Mit Doppel-E oder mit Ä? Jetzt geht's Häme. Das wird mit Doppel-E geschrieben. Doppel-E. Dieses Häme gehen, nach Hause gehen, finde ich mit Doppel-E. Was mögen Sie denn hier so im Mansfeldischen, dass Sie hier geblieben sind und niemals weggegangen sind? Das Heimatgefühl, groß geworden hier, Elternhaus. Was könnte hier noch besser werden? Ach, hier könnte alles besser werden. Was zum Beispiel? Na ja, die ganze Infrastruktur, hier ist kein Leben mehr in der Innenstadt, hier drinnen nicht. Ist alles nachgelassen. Ja, gucken Sie sich doch den Markt an, hier, wie er aussieht. Ist nicht mehr viel los hier. Die einstige Bergbauregion gilt als strukturschwach. Der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren. Doch für Landrat André Schröder hat der Zug Fahrt aufgenommen in die richtige Richtung. Wir sind sehr zufrieden. Es ist ja immer schön, in aller Munde zu sein. Was Besseres kann einer Kampagne ja nicht passieren. Und vor allen Dingen, sie ist erfolgreich. Wir haben viele Nachfragen und das Wanderungssaldo, also die Bilanz aus Zuzug und Wegzug, ist sehr positiv. Wir haben über 1400 Familien, die in diesem letzten Jahr mehr zu uns gezogen sind als Wegzüge. Es zeigt, es funktioniert und modernes Leben ist in der Mitte Deutschlands in Mansfeld-Südharz möglich. Das Rosarium Sangerhausen und die über der Stadt thronende Halde bilden den optischen Hintergrund der Willkommenskampagne. Umgesetzt wurde diese von der Standortentwicklungsgesellschaft. Doch wurden vorher Umfragen zur Schreibweise gestartet? Nein, wir haben keine Umfragen vorher gestartet. Wir haben in der Tat einfach ein Brainstorming gemacht innerhalb eines Termins mit Kolleginnen aus der SEG und sind dann auf das Häme gestoßen und haben dann tatsächlicherweise noch einmal die Luthermuseen gefragt, was die sagen, ob das die richtige Schreibweise ist, ob man das so sagen kann. Und es wurde uns bestätigt und dann nahm es seinen Lauf. Ein feiner Zug, auf den auch Stefan Dietrich von Abellio Rail Mitteldeutschland aufspringt. Die Bahn ist auf der gesamten Strecke des Saale-Thüringen-Südharz-Netzes unterwegs. Ganz egal, ob es jetzt Häme heißt oder Häme, wir bewegen die Menschen hier in der Region und deswegen freuen wir uns sehr über diese Aktion, unterstützen das auch gerne. Und wir haben in der Region, in Mansfeld-Südharz, auch tolle Stellen anzubieten, in den Zügen, in unserer Werkstatt in Sangerhausen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn die Leute Häme oder Häme kommen. Wo geht's jetzt für Sie hin? Häme. Häme nach Sangerhausen. Ich möchte nach Hause. Landkreis Nordhausen. Nach Hause, nach Häme oder Häme. Über die Werbeaktion wird gesprochen. Dieser Zug fährt in eine Region, in der die Willkommenskultur groß geschrieben wird und alle, die sich hier niederlassen wollen, herzlich begrüßt werden.